Moin Leute, ich schaue Mofan VR. Mein Name ist Mutensen und offensichtlich bin ich nicht alleine. Ich bin hier mit Touring Cards und man landet, wenn man das startet. Auf dem PC habe ich es gerade im Oculus Store. Ich habe einen Key vom Entwickler bekommen, Emanuel Schwenst. Schönen Dank dafür. Denn ich muss ein bisschen zugeben, Emanuel Games haben ja schon ein paar Sachen gemacht. Warcade und dieses letzte Ballerspiel, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß. Und die waren eigentlich durch die Bank immer so ganz, ganz nett, aber ja, nicht sehr polished. Und diesmal ist die Idee ausgeliehen von einem fertigen Spiel, das es schon gibt, Mario Kart. Wir gucken mal. Tatsächlich lassen sie sich aber nicht lumpen, was die Kontrollmöglichkeiten angeht. Ne? Man kann offensichtlich mit dem Keyboard spielen. Mit dem Keyboard, aka Tastatur und einem Controller, mit einem Gamepad, mit einem Lenkrad und einem Controller. So wie ich jetzt mit beiden Touch-Controllern. Und mit dem 3D-Rudder auch noch. Oh. Ja. Und ich habe mir auch sagen lassen, das Ganze wird, wenn es dann irgendwann für alle Plattformen draußen ist, nämlich jetzt gibt es das auf Oculus und Steam, es kommt auch noch für die Quest, es kommt auch noch für die PlayStation VR, es soll auf allen Plattformen Crossplay haben. Das ist schon mal gut. Ich wähle jetzt mal hier einen Dude aus. Select your type of control. Virtuelle Hand. Joystick. Ich nehme mal virtuelle Hände, oder? Ja. 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 Okay. Uff, so. Das befreit uns schon mal von der Musik. Sehr gut. Also, wie gesagt, das ist ja schon mal ganz nett, ne? Das ist eine riesen Auswahl, wie man das Spiel spielen kann. Willkommen bei Touring Cards. Oh mein Gott. Genau, ich habe hier aus irgendeinem Grund nur meine rechte Hand. Was mit meinem linken Controller? Er ist nicht da. Wir haben dir eine Probefahrt mit dem Reitstahlkabal. Du wirst dich mit diesem Auto beweisen müssen, dann, dass man uns leiht. So, also hier geht's schon los. Die Intro-Experience ist jetzt nicht so polished. Sehr viel Text auf Mitschau, man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Aber ich schätze mal, ich werde jetzt mit dem linken Stick steuern und mit dem rechten eine freie Hand haben. Mein Ärmchen hier ist aber auch locker nur halb. Naja, so Faktor 0,6 so lang wie mein realer Arm. Wird ein bisschen eigentümlich. Ich muss das rausfinden. Diese Übersicht hier ist für mich zu unübersichtlich, witzigerweise. So, aber witzig, dass sie einen hier in den schwarzen Raum setzen. Mit so einem Autochen. So, ich möchte mir keine Filme angucken. Ich möchte das jetzt spielen, meine Lieben. Ja, das ist das, was ich meinte, ne? Das Polishing ist... Kamera, letzte Game-Kamera. Jetzt bist du dran. Mal sehen, wie du es machst. Gut, ich hoffe. So, sehr irritierend, ne? Ich habe keine linke Hand eben gehabt. Ich weiß nicht, ob die jetzt zurückkommt. The race is about to begin. Na, guck mal, ja, tatsächlich. Mit dem linken Stick steuere ich... Aber habe keine sichtbare linke Hand mehr. Gas geben tue ich. Oh, shit. Oh, fuck. Ja, alles klar. Okay, wir fahren. Ziemlich schnell. Eieiei. Ich weiß nicht, obwohl ich ihn mit dem Stick steuere, hätten sie von mir aus eigentlich meine Hand visualisieren können. Das ist ein bisschen eigentümlich. Ich habe die rechte Hand frei. Wir können ja Mario Kart typisch so Sachen aufsammeln. Aber. ich habe eine Banane. Die werfe ich jetzt auf meinen Gegner? Okay. Das hat mein Auto geplättet. Wortwörtlich, ja. Das war eben ganz platt. Was ich nämlich schon sah, ich kann mit der... Oh Gott, ist das ein Durcheinander hier, Leute, ey. Das ist unglaublich. So, ich gebe Gas. Was ich nämlich im Vorfeld schon auf den Screenshots jetzt hier gesehen habe, die Grafik ist, sagen wir mal, eigentümlich. Ja? Also sie versucht so cartoonig zu sein, schafft das aber nicht so richtig und ist wirklich, wirklich, wirklich stumpf zusammengeklickt. Mutensen, eine Minute 11, wow.
Ah ja, aber mit Siegeanimation. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Es wirkt alles ultra flat hier. Die Berge und die Bäume und... man kann ja so Cartoon-Shading machen, dass es eigentlich so Flat-Shading ist. Und dass es trotzdem eine Räumlichkeit hat. Aber das sieht hier sehr anders aus. Ich habe eigentlich auch in einem Video gesehen, dass man verschiedene Steuerungsmöglichkeiten hat. Also, dass man in VR selber drin sein kann. Dass man aber auch so ein Arcade steuern kann. Oh mein Gott. Wir werden dir dein erstes Auto schenken. Gut. Gefällt es dir? Keine Sorge, du kannst es verbessern. Gut. Ich drücke übrigens hier immer Trigger. Manchmal geht es weiter, manchmal nicht. Bist du bereit, bei Touring Cars zum Superstar zu werden? Na, ich weiß nicht. Nicht so richtig. Ich meine, der Witz ist auf jeden Fall, das hier ist natürlich... Ich drücke, was willst du von mir? sowas muss man natürlich im Multiplayer spielen, ja? Dann kommt eigentlich der wahre Spaß auf. Ein Spieler, Multiplayer, schnelles Rennen, okay. Vor allen Dingen hätte ich echt gerne meine linke Hand wieder. Das ist total irritierend. Schnelles Rennen, Werkstatt. Und das ist aber genau das, was ich meine, ne? Also auch Warcade irgendwie, das war so nett von der Idee her, dass man in den Automaten rein konnte. Aber alles dann am Ende des Tages immer sehr unpolished umgesetzt so. Ja, und die Grafik war wirklich grauenhaft. Hier ist sie technisch, ja, also wirklich auch Unterkante, aber gestalterisch halt echt mies. Also das tönt mich hier gar nicht an. Ich weiß nicht, warum die Grafikabteilung da bei dem Entwickler so komisch drauf ist. Gucken wir mal. So, schnelles Rennen. Achso, es gibt ja wahrscheinlich auch Online-Rennen, ne? Ich weiß nicht, ich probiere es einfach mal. Nee. Wir machen erstmal hier ganz gemütlich Einzelspieler. So, auf jeden Fall gibt es eine Menge Zeug zum Freischalten. In Spanien können wir fahren. In den Emiraten machen erstmal eine Probefahrt. Meine Weltrangliste gucke ich mir momentan noch nicht an. Und Race. Ich finde es auch echt ganz süß, ne? Diese Inkonsistenz. Hier steht eine Dame, die quasselt manchmal was. Dann taucht sie hier als Bild wieder auf. Das Ganze kostet ja, bilde ich mir ein, so um die 15 Euro rum gerade. Beendet ein Rennen, in dem du mindestens 7... Oh Gott, vergessen loszufahren. Und bisher sind die Strecken aber auch noch sehr überschaubar. Ne, ihr seht dasselbe, es ist immer so eine Spur, die so vor sich hin schnörkelt und dann sind hier so ein bisschen einfach Assets hingedroppt. Ne? Boom, boom, boom. Also das hat nichts mit so dem total verliebten Design eines Mario Karts oder seiner zahlreichen Klone zu tun. Ne? Es gibt ja in Flat, gibt es ja Sega, Race oder wie das alle... Eigentlich hat jede Marke mit ihren Charakteren dann schon mal Mario Kart Klon produziert. Ja, und das hier ist einfach, möchte ich mal sagen. Bin ich fantastisch. Da war wirklich das VR Cards, das es bereits gab, von den Strecken und so her wesentlich ansprechender. Aber auch das war leider langweilig an sich. Der hat es irgendwie auch nicht gerissen bekommen. Oh, jetzt stand bei mir das Bild dann ganz kurz. Gerade wo ich mal hier ein bisschen was grappen wollte. Und das Fahrgefühl ist auch sehr, sehr steif. Ne? Ihr merkt es selber, ich steuere hier und das fühlt sich aber irgendwie mochi an. Oh, aber ich kann jemanden abschießen, das ist immer gut. Uah. So, oh, ich habe sogar eine Bombe hier. Was ist denn hier los? Da, habt ihr Jungs. Und jetzt bin ich im Ziel. Vollkommen überraschend für mich als Fahrer. Okay. Oh Gott, ich habe eine linke Hand. Genieß es. Oh. So, zurück im Menü. Wir können auch tatsächlich mal versuchen, meine fehlende linke Hand, also hier gibt es ja viel zum Freischalten,
du hast dir Mini-Bomb-Touring-Cards gesichert. Meine fehlende linke Hand ist ja offensichtlich der Entscheidung, die ich irgendwie am Anfang getroffen habe, geschuldet. Ich versuche nochmal ein Menü zu finden, wo ich das umschalten kann. Bis akzeptieren. So, ich nehme wieder die Option um. Select your type of control. Ich habe definitiv das da angewählt vorhin. Merkwürdig. Oh, eben hatte ich ganz kurz zwei Hände. Wo ist sie hin? Bitte, gib mir die Hand wieder. Nö. Meine Hände nicht zurück. Okay, ich gehe mal auf die Einstellung. Vielleicht kann ich ja hier was an meinem Schicksal ändern. Sprache Deutsch. So viel, so gut. Hallo, Video? Grafikqualität ist high. Mhm. Controller. Okay, die Empfindlichkeit kann man einstellen. Das ist ja schon mal nett. Kamera resetten. Achso, es gibt auch Power-Ups, die kann man trinken. Das ist ja, genau, eigentlich ist das alles sehr intuitiv, ne? Und logisch vor allen Dingen auch. Ich muss unbedingt die Musik mal runterdrehen. Die ist nämlich nicht intuitiv und logisch, sondern nur quietschig. So, die Empfindlichkeit steht hier in der Mitte, die lassen wir auch mal so. Das war eigentlich okay. Gegen Motion Sickness kann man sich teleportieren lassen, wenn man kollidiert. Man kann die Vignette anschalten. Eigentlich alles ganz vorbildlich hier, muss ich echt sagen. Also die Einstellmöglichkeiten sind gut. Player-Information. Name, Moot Hansen. Fahne. Ich habe keine Fahne. Oh, hier können wir... Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Oh, welchem Land fühle ich mich denn zugehörig? Was sind das alles? Hier, das sieht lustig aus. Aber ich möchte... Warte. Heute für Kanada fahren. Ja, genau. Kennzeichen, Muten. Kann ich das ändern? Kann ich. Aber nur 5 Buchstaben, dann lasse ich's. Crafting Power-Up. Naja. Grafikqualität high. Finde ich auch nochmal interessant. Ich drück da mal rauf. Jetzt ist sie low. Ah. Normal. Also hier sehe ich direkt keinen Unterschied. Und wir gucken jetzt mal. So, ich habe immer noch kein Geld verdient. Das heißt, mein Weltrang ist... Na komm, wo stehe ich? Trotzdem immerhin auf Platz 212 in der ganzen Welt. Geil, ne? Normal, difficult... Es gibt wirklich, wirklich viele Menüs hier zum Klicken. Das ist echt irritierend. Was ich mir ja wünschen würde, ich hatte tatsächlich in Flat auf der PlayStation 3 ein Card Game, das ich super gerne mochte. Ja, die Extra ist schon weggegangen. Ich weiß nur nicht mehr, wie das hieß. Aber ich fand's toll, ne? Da konnte man sein Auto customizen, man konnte selber Strecken bauen. Das war wirklich ein tolles Ding. Race the Chicken. Das war ein Power-Up. Okay. So, wenn man sich dran gewöhnt hat an die Steuerung, dann geht das nach einer Zeit. Aber. Weißt du was? Warum habe ich einen Huhn? Ich habe es hinter mir geworfen. Einfach. Keine Ahnung, was man damit macht. Rein technisch funktioniert ja alles, ne? Zack. Ich kann mich umgucken. Achso, ich habe sogar Rückspiegel, sehe ich hier gerade. Oh, Riesenhühner. Ich kriege total viele Power-Ups. Ich weiß nicht, was die machen. Oh, hupen kann ich auch. Ich meine, dadurch, dass die Strecken hier sehr, sehr klein sind, hat man natürlich immer sehr viel Action. Ne? Und ich kann die anderen Spieler auch auf der Strecke sehen. Das war nämlich ein Problem, dass dieses VR-Cards hatte. Da fuhr man ganz viel.
alleine durch die Gegend. Man hat von den anderen Spielern überhaupt nichts mehr mitbekommen. Guck mal, ich bin Erster geworden. Fresh, $300 verdient. Und ich kriege eigentümlich animierten Applaus. Blum, 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 blum. Okay. Achso, die anderen sind noch gar nicht alle eingetroffen. Clint Fastwood, Johnny Hornyman. Sie kommen alle mit. Okay. Oh Gott, ich habe gewonnen. Guckt euch das an. Endlich. Test Drive. Okay. Klicken. Guck mal, ich habe hier, sag mal, komm, Hühner und hast du nicht gesehen. Du hast dir Turbo Cola in Touring Cards. Du hast dir Chicken in Touring Cards gesichert. Ich bin glücklich darüber. Du hast dir Enlargement Cola in Touring Cards gesichert. Meine Fresse. Preis abholen. Leute. Sein Traum. Spain. Also ich habe jetzt Spanien freigeschaltet, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Ah, das war ja hier die Probefahrt. Und jetzt fahren wir mal eine Runde in Spain. Das Einzige, was ich gerade zu monieren hätte noch, ist, dass ich meine Entscheidung, wie ich steuern möchte, hier gerade nicht wirklich widerrufen kann. Das wäre auch noch nett. Drift. To win in the circuit, blah blah, drift. When you start the turn, hold down the accelerator and brakes. Ich habe die Bremsen hier noch gar nicht ausprobiert, ey. Keine Ahnung, wo die Bremsen sind. Okay, man kann driften. Na gut. Vielleicht entfaltet das Spiel ja seinen Charme so nach und nach. Mal gucken. Ah ja, oh. Ich habe eben schon ein bisschen gedriftet. Warte mal. Jetzt. Ja, das ist aber oh, schwierig zu steuern. Platt. Ich habe am PC leider kein Gamepad. Es würde mich auch mal interessieren. Ich glaube, das ist ein Titel, der auch auf dem Gamepad ganz gut funktionieren könnte. Ich weiß nur nicht, wie man da die Extras dann aufnimmt. Da gibt es aber. Ich habe immer irgendwelche blöden Power-Ups. Ich will aber lustige Bomben und sowas haben. Boom, guck. Ah, das ist ganz klein geworden. Das ist witzig. Witzig. Oh, oh, ein Riesenhammer. Komm her. Komm her, komm her. Ja, ich glaube, das ist schon witzig, ne? Wenn man hier mit ein paar Freunden spielt irgendwie und mit einem Riesenhammer auf sie draufhauen kann und so weiter und so weiter. Kann man schon Spaß haben. Aber ich glaube, wir alle erwarten halt immer so ein bisschen mehr, ne? Oh Gott. Telefon. Ich glaube, wir alle erwarten immer, dass das, speziell bei Card Games, dass es halt diesen Fun-Faktor und das Polishing und die Liebe hat, wie halt so ein Original Mario Kart. Und ich fürchte, das ist übrigens witzig gerade, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich steuere jetzt das Kart aus einer ganz anderen Ansicht. Warum hat mir das denn noch keiner gesagt? Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Wartet. Ah! Ach, guck mal, das meine ich. Es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten. Mit der, Moment, X-Taste. Ah, jetzt müssen wir erst noch die Siegerehrung abwarten. Kleinen Moment. Na komm schon. Und bla bla. Ja, 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 ja. Ich mach mal. Lass mich mal. Ich will weiterfahren. Geh weg. Haben wir was freigeschaltet. Arabische Emirate. Können wir uns kaufen. Zack. So, ab nach Arabien. Jetzt wird's wild. Denn das ist etwas, was ich auch schon eigentlich auf Screenshots gesehen habe. Man muss gar nicht im Auto sitzen, man kann auch wie hier quasi in VR, aber in 2D fahren. Das ist richtig schräg, guckt euch das mal an. Ich sehe jetzt, ich sitze in einem Automaten und fahre, ja,
Also das ist die Variante, die jetzt wirklich für Motion Sickness Betroffene auch funktionieren sollte. Wir gucken auf den Bildschirm und fahren so. Dann habe ich jetzt gedrückt, jetzt bin ich wieder im Game. Das geht auch nahtlos. Das finde ich ehrlich gesagt ganz geil. So, Grafik bleibt aber fürchterlich. Oh, ich bin groß geworden, glaube ich. Ich bin ein Riese. Boah, Bananen. So, und dann gibt es noch die Möglichkeit, zack. Und die hier, ach guck mal, das sind alles flache Figuren. Die hier, und das finde ich ehrlich gesagt ganz witzig, weil hier hat man einen Überblick über die Strecke, das ist eine Over-the-Shoulder-Perspektive. Hier verstehe ich allerdings wieder nicht, wie die Extras funktionieren. Achso, die sauge ich einfach auf, wenn ich dran vorbeifahre, okay. Naja, aber ich denke mal, hier findet sich für jeden irgendwie was Lustiges. Das hier ist ganz schön witzig, finde ich. Weil irgendwie kriege ich hier nicht so richtig Speed drauf. Achso, ich soll ja auch driften, ne? Autsch. Also ich drifte jetzt mal hier vorne um die Kurve wie ein verrückter Hund. Ich gehe wieder in den Wagen, glaube ich. Was ist los? Ich will in den Wagen. Komm schon. Das ist doch ein verrücktes Spiel. Oh, ich bin im See gelandet. Meine Güte. So, das Driften funktioniert ganz witzig, wenn ich gleichzeitig Bremse drücke. Fühlt sich der Wagen auch das erste Mal nicht mehr so steif an beim Fahren. Oh oh. Und Sprungschanze. Sprungschanze ist auch gleichzeitig ein Turbo Boost. Oh, Alter. So, also das hier in VR zu fahren ist natürlich schon ein geilerer Modus, ne? Wow. Na gut. Ich würde sagen, für so eine First Impression habe ich erstmal genug gesehen. Der richtige und echte Test ist dann wirklich im Multiplayer zu fahren und den hebe ich mir mal auf, bis ein paar Kollegen Bock haben mitzuspielen. Wir haben, also momentan ist es ja nur für den PC draußen und wir haben ein paar Leute im Discord, die auch PCs haben und sogar dieses Spiel, das weiß ich. Im Prinzip geht es halt für uns so richtig los, wenn die PlayStation-Version draußen ist. Dann haben wir plötzlich potenziell hunderte von Mitfahrwilligen. Grafisch ist das ganze Ding ja wirklich einfach gehalten, ne? Da mache ich mir keine Gedanken. Dass es auf der PlayStation nicht auch gut aussehen könnte. Allerdings war da auch das letzte Game von Ivanovic, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. War auch sehr, sehr einfach gestrickt und machte technisch auch keine besonders gute Figur. Aber wir gucken mal. Auf dem PC ist technisch alles in Ordnung, gestalterisch ist es nicht so die Wucht. Spielerisch fand ich es jetzt erstmal ganz, ganz interessant. Ne? Da hat man ordentlich was zu entdecken und so weiter. Ist jetzt die Frage, ob die Kurse nach hinten noch ein bisschen interessanter werden. Wir gucken mal. Das war's von mir, Mutensen, MoFanWR. Schreibt mir mal drunter, was ihr davon haltet. Bis dann, bye bye.